Willkommen zurück bei Batman Arkham Knight. Wir werden jetzt mal eben in die Missionsauswahl rein und einfach nochmal schauen. Dürfte ich Ihnen vorschlagen, dass Sie sich in Drescher umsehen, Sir? Dort wird eine gewisse Opernmusik gespielt und leider wissen wir ja, welche Gräueltaten das nach sich zieht. So, jetzt haben wir Informationen bekommen, dass da was abgehen könnte. Und dann schauen wir da doch mal vorbei, würde ich sagen. Das ist sowieso eine der Missionen, die ein bisschen geiler ist. Dann sollten wir da auch mal dringend vorbeischauen. Warte mal, was war denn das? Achso, das ist ein Gegner oder sowas, ne? Da oben. Da oben oder beziehungsweise da scheint irgendwo irgendwas zu sein. Ich sehe jetzt gerade irgendwie nicht wirklich was. Achso, ich glaube, ich weiß, wo das ist. Also, wo wir hier gerade sind. Aber warte mal, ey, das ist jetzt auch wieder gerade ein bisschen tricky. Also, so genau. Oder ist das hier doch nicht? Man muss ja auch immer ein bisschen Abstand dazu halten. Was ist denn das da hinten? Ist das auch wieder ein Gegner oder was? Achso, das ist eine Tür. Da ist eine Tür. Na gut, dann will ich nichts gesagt haben. Aber ich sehe hier nix. Was auch nur annähernd wie irgendwie eine Leiche aussieht oder sowas. Ich bin nicht enttäuscht. Wenigstens haben wir jetzt die Chance, ihn zu erledigen. Ich will sehen, was dieser Typ drauf hat. Na gut, ich werde dem Pfeil mal folgen und dann schauen wir uns hier mal so ein bisschen um. Also ich habe jetzt auch noch nichts gehört so richtig. Wie viele verdammte Panzer hat er erledigt? Ich dachte, wir haben ihn. Nee. Kein Plan, wo hier irgendwas ist. Ich habe vorhin eine an die Wand gekettete Leiche gesehen. Ich will gleich nochmal den Ton ein bisschen lauter, damit ich hier vielleicht überhaupt irgendwas hören kann, aber ich sehe hier nichts und oder ne, das war ja eine Tür. Das macht mich gerade richtig hart fertig. Au. Mal raus aus der Karre. Hätte ich gewusst, dass es Wayne ist, hätte ich nie mitgemacht. Mit jemandem, der so reich ist, legt man sich besser nicht an. Keine Chance. Ich guck gerade, ob man vielleicht unten oder so noch irgendwas hat. Also ich kann mich irren, aber ich meine mich auch zu entsinnen, dass irgendwo unten auch eine hing. Irgendwo hier. Da. Boah, ne, kriegst du ja so eine Anzeige auf dem Dach irgendwo, ey. Das ist mit den Anzeigen schon. Alfred, wir können ein drittes Opfer auf die Liste setzen. Ganz schön für den Arsch. Grausige Züge an, Sir. Es erinnert mich an eine Reihe von Morden zu Beginn ihrer Karriere. Wenn ich mich nicht irre, war es Halloween und es wurde eine wahrlich lange Nacht.
Ich versuche, die Leiche zu identifizieren. Ach so. Gut, jetzt habe ich immerhin herausgefunden, sag ich mal. Was war das denn jetzt? Hier standen lauter Gegner eben. Gar nicht drüber nachdenken. So. Wir haben... Düdelü. Da haben wir was gefunden. Das werden wir mal durchscannen. Diese Wunde ist relativ frisch und wurde zugefügt, als das Opfer noch lebte. Die Abschürfungen auf den Hautschichten belegen, dass ein Tattoo brutal entfernt wurde. Jetzt gucken wir uns die Muskulatur an. Diese Narbe deutet darauf hin, dass dem Opfer eine Niere operativ entfernt wurde. Und das Skelett. Eine Platte aus Tantal, eingesetzt, um einen Schädelbruch zu behandeln. Die Verletzung stammt wohl aus einem Boxkampf. Auch die Schwielen auf den Knöcheln lassen darauf schließen, dass es sich um eine professionelle Boxerin handelt. Alfred, das Opfer heißt Ella Montgomery. Es scheint, sie hat ihre Niere einer Zwillingsschwester gespendet, die leider verstarb. Danach verfolgte sie ihre Karriere als Boxerin, wobei sie sich die Schädelverletzung zuzog. Sie verschwand in Huntsville, Alabama. Jetzt sind es 3 Opfer. Sie alle wurden an verschiedenen Orten im Land entführt. Such weiter nach einer möglichen Verbindung, Alfred. Sie haben recht. Die Botschaften bei den Leichen lassen vermuten, dass der Mörder Größeres vorhat. So als ob diese Opfer nicht gut genug für seine Pläne waren. Glauben Sie, es gab noch mehr Opfer? Ja, und ich weiß nicht, was er mit ihnen vorhat. Hey, ich will nur noch mal darauf hinweisen, ne? Hier hängt die. Und ich wurde da oben hingeortet. Also okay, mir ist schon klar, in der Nähe. Ist klar, die sagen mir jetzt nicht genau, wo die hängt, sondern in der Nähe. Aber da oben und hier unten ist schon echt ein, weißt, ist schon ein Unterschied. So. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher. Achso, warte mal, ich wollte ja sowieso erstmal nochmal nachgucken, ob wir hier vielleicht irgendwas machen können. Ja, ich würde sagen, dann schützen wir uns natürlich gegen Kugeln. Das ist ganz klar. Ein bisschen mehr gesaved gegen Kugeln. Und dann werden wir da nochmal hoch. Und uns das Ganze natürlich wieder von oben angucken. Und dann schauen wir nochmal, ob man hier irgendwas sieht. Also man sieht natürlich jede Menge. Nur nicht das, was man sehen will. Ist die Problematik, dass das Ding zu weit weg ist. Bis wir da sind, fallen wir zu weit. Man sieht's, man kann es deutlich erkennen. Dann gucken wir nochmal auf die Karte. Und ich würde sagen, dass wir dann nochmal... Two-Face-Männer versuchen ihr Glück, Sir. Holen. Also wir schauen jetzt nochmal, ob wir hier irgendwas gerissen kriegen. Two-Face-mäßig. Ohne die Karre ist Batman ein Nichts. Ja, aber da ist ein kleiner Fehler in deiner Logik. Er hat die Karre. Wenn er sie nicht hätte. Warte mal, was ist das? Hey, lasst das da mal rumgelabert und konzentriert euch. Hab ich hier gerade irgendwas übersehen? Also das sind nur die, ne? Egal. Dann machen wir hier eiskalt weiter. Und besuchen Two-Face. Oder besser gesagt, seine Männer, seine Homies. Werden die nochmal versuchen auszuschalten. Das erinnert auch so ein bisschen an die Kämpfe gegen den Arkham Knight, ne? Wenn er mit seiner Sniper da oben saß und du
einen nach dem anderen ausschalten musstest, beziehungsweise eigentlich nur ihn ausschalten brauchtest. Diesmal haben sie auch einen anderen Eingang benutzt. Vom Alarm überdeckt. Die Zeit der Heimlichkeiten ist vorbei. Da werde ich einfach mal hoffen, dass ich hier auch wieder rausfinde. Das gibt's nicht, Alter. Komm. Und weg. Du. Den sind wir dann auch schon mal los. 3 von 10. Dann haben wir den auch. 4. Also es ist ganz gut, dass du hier entdeckt werden kannst. Wenn du hier nämlich nicht entdeckt werden dürftest, dann wäre das Thema auch schon wieder gegessen so. Es würde nämlich ewig dauern dann. Vor allen Dingen, denen ist es auch wurscht, dass die einen nach dem anderen ausgeschaltet werden. Die versuchen hier nur noch so viel Geld wie möglich rauszuholen aus der Nummer, oder? 6. Den haben wir auch noch. Hä, wo? Hat mich hier gerade irgendwo irgendeiner entdeckt? Okay, das wollte ich jetzt nicht. Das hat ja richtig gut funktioniert. Hallo, ich drücke schon die ganze Zeit. Ja, erstmal in die Luft schlagen. Das ist natürlich ein Manko, ne? Dass du den erstmal in die Luft schlägst und dass er nicht automatisch dann da doch irgendwie rüberspringt. Ah, hab da eben schon wieder gesagt, ausschalten. Da auch nicht gemacht. Ausschalten. Erstmal abhauen. Two-Face hat den Alarm abgestellt. Ich muss leise sein. Gut, dann werden wir den Typen ausschalten, würde ich sagen. Er gibt mir nichts. Er hat mir so... Alter, nein. Er gibt mir nichts. Spring doch hin da oder mach doch irgendwas, Alter. Das ist... Er macht möglichst so, dass er dann nicht hinspringt. Das ist denn... Wenn du entdeckt wurdest, dann... Oh, fuck you. Das sind mir zu viele. Das ist dann wirklich so... Du wurdest entdeckt, wirst beschossen und Batman tut alles, damit er nicht zum Gegner hinkommt. Damit er dann möglichst nicht zum Gegner hinspringt. Oh, da ist schon wieder einer. Jetzt gucken sie hier wieder alle an. Das ist schon wieder das Blöde. Wenn sie alle aufeinander hocken, dann ist vorbei. Drei, vier, fünf oder was? 6. Und natürlich, man kennt's noch aus alten Arkham Asylum-Folgen. 2 Mann hocken zusammen und dann hocken nochmal 2 Mann zusammen und nochmal 2 Mann, die zusammen hocken. Da hocken sogar 4 Mann zusammen. Das hat nicht funktioniert. Ich wollte da nämlich jetzt richtig schön runtersliden. Aber die sichern sich natürlich auch ganz cool gegenseitig ab. Du. Okay, das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich hatte gehofft, dass er diesen Angstangriff macht, den hat er mir nicht gegeben. Er hat mir nur 3er gegeben, lautlos ausschalten und dann hat sich das Thema halt auch erledigt gehabt, ne? Die Münze hat immer recht, Batman. Dann würde ich sagen, werden wir im nächsten Part weiter probieren. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei und bis dahin sag ich einfach mal ciao.